Meine Damen und Herren, guten Morgen. Wir haben heute im Untersuchungsausschuss eine sehr wichtige Sitzung. Wir haben, wenn Sie so wollen, zwei Zentralgestalten heute als Zeugen. Zum einen haben wir mit Herrn Fritzsche jemand, der seit vielen Jahren an oberster Stelle bei der Geheimdienstarbeit in Deutschland tätig ist. Er ist aktuell der Beauftragte der Bundesregierung für die Koordination der Geheimdienste. Er war vorher 4 Jahre Staatssekretär im Bundesinnenministerium und war davor zuständiger Abteilungsleiter in der Abteilung im Bundeskanzleramt, die für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständig ist. Also insofern ist er für einen ganz wesentlichen Zeitraum unseres Untersuchungsausschusses ein hochinteressanter, wichtiger Zeuge. Er wird uns, ich denke mal, zu fast allen Fragen, die unseren Untersuchungsausschuss betreffen, Auskunft geben können und auch müssen. Uns interessiert natürlich ganz besonders die Frage, wer hat im Kanzleramt insbesondere wann etwas gewusst über die Tatsache, dass hier über Jahre hinweg vor allen Dingen amerikanische Suchbegriffe eingesetzt worden sind durch den BND, die gegen deutsche Interessen verstoßen, die eventuell in Bezug auf Wirtschaftsspionage ausgerichtet waren, die dazu geführt haben, dass man beispielsweise auch Regierungsmitglieder anderer europäischer Staaten am Ende dann tatsächlich überwacht hat. Es gab in den Akten mehr oder weniger deutliche Hinweise auf diese Umstände und insofern müssen wir klären, wie sind diese Inhalte in den Akten bei den Verantwortlichen im Kanzleramt interpretiert worden. Gab es tatsächlich auch jenseits der Aktenlage Informationen, die darauf hingedeutet haben, dass es hier Schwierigkeiten gab? Wie hat man darauf reagiert? Hat man es ignoriert oder hatte man aufgrund der Art der Darstellung keinen Anlass, das weiter zu vertiefen? Das werden alles Fragen sein, die wir mit Herrn Fritzsche besprechen werden. Und das setzt sich dann natürlich vor allen Dingen auch mit Herrn de Maizière fort. Herr de Maizière ist heute der zweite Zeuge im Untersuchungsausschuss. Er war von 2005 bis 2009 Chef des Bundeskanzleramtes und somit der oberste Aufseher über die deutschen Geheimdienste. Und auch dort stellt sich die Frage, was hätte das Bundeskanzleramt in diesem Zeitraum über diese Sachverhalte wissen müssen. Sie wissen, es sind in diesem Zeitraum entsprechende parlamentarische Anfragen auch immer wieder gestellt worden. Und es gab damals die Antwort, dass das Bundeskanzleramt keine Anhaltspunkte für eine Wirtschaftsspionage hat. Das sind die Antworten, die man den Parlamentariern gegeben hat. Und wir müssen einfach heute nachhaken, ob man damals diese Antworten nach bestem Wissen und Gewissen tatsächlich gegeben hat oder ob man dort damals tatsächlich Sachverhalte, die man vielleicht schon zur Kenntnis hatte oder die man hätte kennen müssen, einfach ignoriert hat oder, ich sage mal, nicht entsprechend richtig bewertet hat. Das werden alles Fragen sein, die wir heute zu klären haben. Und insofern wird das heute sicherlich auch für den Untersuchungsausschuss ein sehr interessanter und erfolgreicher Tag werden. Wie der Stand der Dinge ist in Sachen sachverständige Vertrauenspersonen? Wie wird man da weiter vorgehen? Wir sind ja im Untersuchungsausschuss gestern von der Bundesregierung über die Entscheidung, die man dort getroffen hat, unterrichtet worden. Wir haben für unsere Seite noch einmal die wesentlichen Punkte mit der Bundesregierung klargestellt, um auch deutlich zu machen, ob wir dieses Verfahren unterstützen. Ich wiederhole gerne nochmal, die SPD hat ja als Bedingung gestellt, dass es das Parlament sein muss, das diese Personen bestimmt, dass wir auch bestimmen, was zu untersuchen ist, welche Fragen dort im Einzelnen zu untersuchen sind und dass auch sichergestellt werden muss, dass diese Person dann anschließend ausschließlich dem Untersuchungsausschuss umfassend Rede und Antwort steht über das Ergebnis ihrer Ermittlungen und dass sie noch dazu auch vom Bundeskanzleramt umfassend unterstützt wird bei allem, was sie zu tun hat, bei allen Ermittlungen. Diese ganzen Punkte sind im Gespräch mit dem Bundeskanzleramt so geklärt worden, dass wir diese Bedingungen als erfüllt sehen. Das bedeutet, wir werden konstruktiv diesen Weg jetzt unterstützen. Ich betone aber nochmals, es ist ein erster Schritt der Ermittlung. Es ist damit nicht abgeschlossen. Es ist mitnichten so, dass wir sagen, es gibt nur diesen Ermittlungsbeauftragten und nichts weiter, sondern wir machen abhängig vom Ergebnis seiner Ermittlungen, inwieweit wir uns hier weitere Schritte als Parlamentarier vorbehalten. Und wir haben natürlich jetzt die Nacht intensiv genutzt, um auch
die vorbereitenden Maßnahmen, die einleitenden Maßnahmen zu treffen. Das ist im Wesentlichen auch der Wortlaut eines entsprechenden Beschlusses, der durch den Untersuchungsausschuss ja gefasst werden muss. Wir müssen das schnell über die Bühne bekommen, weil ich großes Interesse habe, dass wir diese Person möglichst schnell bestimmen können, damit die Person dann auch zur Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen kann, um sicherzustellen, dass wir nach der Sommerpause bereits entsprechende Ergebnisse im Untersuchungsausschuss bekommen. Wird es aber Beschluss noch heute schon geben oder erst nächste Woche? Ich würde Sie bitten, einer nach dem anderen, weil ich das jetzt ansonsten schwer verstehe. Wird es einen Namen geben heute schon? Haben Sie Verständnis? Wir sondieren natürlich momentan mehrere Namen. Die einschlägigen Parameter wurden ja auch bereits kommuniziert. Wir glauben, es sollte sich um jemanden handeln, der, ich sage mal, eine juristische Vorbildung hat, und zwar eine einschlägige juristische Vorbildung hat. Es macht nichts Sinn, wenn das jemand ist, der zum ersten Mal in seinem Leben das BND-Gesetz in die Hand nimmt. Das ist eine sehr spezielle Materie, und insofern denke ich, ist ein zweites Kriterium, das ich sehe, es sollte tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt nur eine Person haben, auch jemand außerhalb des Parlamentsbetriebes sein. Also es sollte kein aktiver Parlamentarier und ich denke auch kein ehemaliger Parlamentarier sein, sondern es sollte eine Person sein, die aufgrund ihrer Position und aufgrund ihrer Unabhängigkeit und ihres Sachverstandes, wenn möglich, das Vertrauen aller im Parlament vertretenen Parteien genießt. Sehen Sie es mir aber nach, dass ich momentan noch keine konkreten Namen nenne, weil das natürlich auch immer eine sehr heikle Situation ist. Es gibt nicht allzu viele Personen, die dafür wirklich in Betracht kommen. In diesem Bereich ist die Luft eher dünn und insofern wollen wir da auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber ist es heute noch möglich, dass heute der Name noch bekannt wird? Ich halte das durchaus für möglich. Ich habe ja auch angekündigt, dass wir hier mit allen Fraktionen Gespräche führen möchten. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Opposition das Verfahren per se komplett ablehnt. Aber ich appelliere auch nochmal an die Opposition, trotz dieser Bedenken nicht eine Komplettblockade des gesamten Verfahrens zu machen, sich aktiv auch daran zu beteiligen, dass wir hier eine geeignete Person finden, die das Vertrauen unseres Untersuchungsausschusses insgesamt genießt. Weil unabhängig davon, dass man klagt, diese Person wird ja eingesetzt werden, sie wird arbeiten und sie wird Ergebnisse präsentieren. Davon gehe ich aus. Und das ist im Interesse aller Parteien hier im Ausschuss, die an einer Aufklärung ein Interesse haben. Vielen Dank.